M267 oder auch M3 Rising oder wie hieß die Maschinenpistole? Eine wunderschöne Maschinenpistole, ich glaube amerikanischer Herkunft. Ne, M3 nicht. M2? Bin ich mir gerade nicht sicher, das müsste aber eine amerikanische Maschinenpistole sein. Die M3 müsste ja die Greasegun sein. Ich weiß gar nicht, unter was die Thompson fällt. Auf jeden Fall ist das hier eine sehr schöne Maschinenpistole. Sie macht sehr viel Laune zu spielen. Und ich würde tatsächlich sogar im höheren Tier einordnen. Das ist auf jeden Fall eine Top-Tier-Waffe. Das müsste eine M2 sein. Ich glaube M2 Rising oder so habe ich sie im Kopf. Ich weiß nicht, warum. Oder Rising M50, irgendwie sowas. M2 oder M5. M5 Rising oder irgendwie sowas. Irgendwie an sowas muss ich denken bei der Waffe. Ich habe das, glaube ich, schon mal in einem anderen Video erläutert. Auf jeden Fall ist das eine saugeile Maschinenpistole. Gerade in diesem Spiel macht sie auch tierisch Laune. Aber hey, wenn er zu nah rankommt, können wir auch einfach das Bajonett benutzen. Wir haben hier auch den schönen Reichsrevolver als Zweitwaffe. Und naja. Oh, wir haben tatsächlich unsere Vorräte. Und ich choke hier mit dem Reichsrevolver. Oh mein Gott. Ich sollte aufhören zu choken, ich sollte einfach effektiver sein und nicht ein bisschen rumtrollen und versuchen mit Waffen, die nicht gerade die OP-Waffen sind, zu spielen. Aber hey, ich wollte ein bisschen Action mit dem Revolver haben, ich wollte ein bisschen Action mit der M267 haben, mit dem Red Dot Scope drauf. Oh. Das war ein Buddy und dann werde ich doch noch weggesnippt. Und ja, hier. Hier sieht man wieder schön, schöne Maschinenpistole, guter Schaden. Ich glaube, diese Waffe habe ich das erste Mal in irgendeinem Shooter gesehen. Das ist schon ewig her. Das war noch ein damaliger Medal of Honor-Teil. Medal of Honor. Ich weiß nur nicht welcher. Das war auch einer im Vietnam. Vietnam. Im. Pazifikkrieg. Ich weiß nicht mehr welcher. Schade, dass diese Reihe nicht mehr wirklich existiert. War mega geil damals. Hat sehr viel Spaß gemacht. Aber hier haben wir diese Waffe wieder. Ich habe diese Waffe komplett eigentlich vergessen, dass sie existierte, bis ich die hier in diesem Spiel gesehen habe. Und ich war gleich verliebt in die Waffe. Die ist einfach eine Top-Waffe. COD WW2 hat die Waffen sehr spaßig rübergebracht, sodass sie alle sehr viel Spaß machen zu spielen, zu hantieren, ein bisschen rumzuexperimentieren. Ich meine, man will ja nicht immer nur die gleichen langweiligen Waffen haben. Man will auch mal ein bisschen rumexperimentieren oder mal was anderes haben. Und dieses Spiel hat so eine große Waffenvielfalt. Alle Leute sagen immer, ja, es gibt doch kaum Waffen im Zweiten Weltkrieg. MP40, Sturmgewehr, 44... K98, Springfield, Thompson, Bar, Mosin, denn das Tellermaschinenpistolchen, MG, denn noch die PPSH oder PPSH. Und das war schon, das waren alle Waffen aus dem Zweiten Weltkrieg. Sind immer so viele Leute der Meinung, aber wenn man hier sieht, wir haben hier sehr viele Waffen, die im Zweiten Weltkrieg vorhanden waren, teilweise experimentelle, teilweise, glaube ich, auch die ein oder andere reine Skizzenwaffe war, glaube ich, auch da. Also keine richtige. Ich glaube, nur so reine Skizzenwaffe, aber auch viele, die zwar nur in geringen Stückzahlen oder schon ausgemustert oder nie in Dienst gestellt, aber halt immerhin waren sie oder existent. Waren manche davon oder viele davon existent. Vielleicht unter anderem existent. Vielleicht unter anderem Namen oder so, aber hey. Das ist ja das, worum es geht. Dass man vor allem Waffen hat, die auch existieren. Und ja. Manche davon waren noch Erster Weltkrieg auf jeden Fall oder Erste Weltkriegsperiode. Halt der Reichsrevolver alleine schon. Aber ich fand das halt mega nice. Die Waffenauswahl. Und ich habe den Kerl da wirklich nicht gesehen. Und das war sein Verhängnis, dass er einfach da so blöd steht. Den habe ich jetzt auch nicht gesehen, dass der einer lang lief. Das hat mich den habe ich komplett ignoriert. Aber hey. Den habe ich bemerkt. Ich meine, er rennt immerhin straight da nach meiner Bombe einfach weiter. Anstatt sich erstmal heilen zu lassen. Oder meiner Mine ist ja keine richtige Bombe. Und er kommt immer wieder. Er kriegt mich jetzt zwar. Doch nicht? Nee, doch nicht. Aber er kommt immer wieder zur Stelle seines Todes. Als ob er nicht dazulernt. Wieso lebe ich noch, ist meine Frage.
Ich bin tot, oder? Oh. Ne, ich lebe noch. Und ich habe einen Double Kill gemacht. Oh mein Gott. Was ein Luck, dass ich mich im richtigen Moment umgedreht habe. Bis zum nächsten Mal. Euer Remske. Danke fürs Zusehen.